Ja. Ja, hallo, schönen guten Tag. Homosexuell, guter Stinkezähne. Ist auch jetzt nicht so geiler Name. Nicht, ne? Aber du warst gerade auf Sendung. Ja. Hab dich gerade gehört Sorry. beim Siggi. Ach, echt jetzt? Wie? Ja, wenn ich gerade nicht telefoniere, dann läuft der Film von Siggi. Du warst gerade bei Siggi zu hören. Ach, echt jetzt? Ja. Krass. Du hast Wo der gerade mit. gute Stinkezähne hieß? Was? Was ist Wo er mit M? guter Stinkezähne hieß? Oder hä, bei wem war ich auf Sendung? Bei Siggi Scam Booster. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt es jetzt hier eingangs schon gehört. Wir haben heute tatsächlich einen Betrüger wieder an der Leitung, der sich mit uns privat unterhält. Der hier hält sich natürlich für seriös oder wie auch immer. Naja, ihr werdet mehr im Video erfahren. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, mit was wir hier es genau für Callcentern zu tun haben. Hä, wo? Siggi Scam Booster. Okay. Nee, den habe ich gerade nicht angerufen. Nee, aber da warst du gerade zu hören. Nee, ich Also, hatte ist gerade schon Pause tatsächlich. Ich ein paar Minuten schon her, ja, kann sein. Dadurch, dass ich ja immer telefoniere, stoppt der Stream, dann ja, ist ein Delay drin. hab ich geredet oder hast du mich im Hintergrund gehört? Nee, du hast auch geredet. Nee, das kann nicht sein, weil du bist doch ein guter Stinkezieher, oder? Ja, auch, ja. Ja, nee. Ich hatte das letzte, wo ich gesprochen habe mit einem offensichtlichen Fake und allgemein, Ach war guter so. Stinkezieher. Dann habe ich noch eine Klientin gehabt und danach hatte ich Pause. Keine Ahnung. Vielleicht verwechsel ich Okay. dich auch. Okay. Aber hat jemand denn so eine geile Stimme wie ich noch, oder? Ja, hört sich genauso an. Da ist auch die Leitung genauso beschissen wie bei dir. Echt jetzt? Ja, Ja. heute, also das ist heute bei uns wirklich schlimm. Wir haben übelst schlechte Verbindung, übelst schlechte Verbindung, also wirklich. Ja, aber das haben mehrere heute. Aus welchem Land rufst du an? Türkei oder Albanien? Ich rufe Deutschland an, Bro. Deutschland? Nee. Warte eine Sekunde. Bei uns ist heute den ganzen Tag schon schlechte Verbindung. Und ja, aber wir rufen aus Deutschland an auf jeden Fall. Aus Wo wohnst du Deutschland? denn? Wohnst du in der Nähe von Berlin? Ja, kann man so sagen. Ja, wir sitzen, also jetzt Real Talk, wir sitzen in Berlin, Frankfurter Allee 111. Ach Gott. Und da hat man euch noch nicht dicht gemacht? Nee, warum? Wir sind doch ein legitimes Unternehmen. Naja, das Geld in der Versenkung lag. Nein, warum? Warum? Der ist doch bei 99% so bei Ich den würde nicht meisten sagen, Sachen. bei 99%, aber so 98,9 so ungefähr. Ja, das So kommt viel leider mehr. hin. Nein, Spaß, nein, nicht wirklich. Ich möchte jetzt nicht zu viel darüber erzählen, ja, weil du weißt ganz genau so, dass ich dir nicht darüber irgendwas sagen kann und zumindest bei mir kannst du da nichts rausfinden oder so, ich würde da nichts sagen. Aber bei uns verdienen schon einige Klienten sehr gutes Geld und einige setzen das halt in den Sand, weil, schau, das Ding ist doch einfach nur, Ah ja, genau. Also die Adresse, die uns dieser nette Mensch hier am Telefon verraten hat, da ist definitiv kein Callcenter. Und auch definitiv nichts mit dem Finanzmarkt. Da befindet sich tatsächlich die Commerzbank. Unter anderem zwei Cafés, dann haben wir noch eine Pizzeria und ein anderes Geschäft, aber das war's auch schon. Da ist definitiv kein Callcenter in diesem Gebäude. Ein Blumenbeet haben wir noch davor. Und eine Straße halt, eine Allee. Aber das war's. Da gibt's kein Callcenter und auch keine weitere Firma, die da irgendwie telefonieren könnte oder was mit der Börse zu tun hat. Das heißt, das haben wir hier definitiv schon mal, ja, entlarvt, dass der da garantiert nicht sitzen kann. Viele Leute sind einfach dumm genug, um zu glauben, dass wenn sie jetzt 250 Euro investieren, dass sie am nächsten Tag schon über 10.000 haben. Verstehst Ja, du? das ist tatsächlich so. Ja, und weißt du, aber wenn jetzt Leute bei uns einsteigen mit 2.000, 3.000 und kein hohes Risiko eingehen, sondern das quasi wie anlegen, die verdienen gutes Geld. Also wirklich, also nicht jeder wird abgezogen. Also was ist abgezogen? Ja? Naja, weil bei den meisten Firmen, die sind ja danach dann dicht und komplett offline, nach so einem halben Jahr oder so spätestens. Ja, nein, ich arbeite jetzt hier schon seit, boah, lass mich lügen, 7 Monaten. Okay. Und die Plattform gibt es uns seit 3 Jahren, drei noch was Jahre ungefähr. Aber das ist halt das Ding. Ja, da Leute. bleibt ja immer noch die Frage, warum ihr eure Datensätze von so unseriösen Quellen her bekommt, wo man bei den Betrügern genauso landet. Ja, und bei uns ist halt das Ding so, wir haben damit weitestgehend zu kämpfen, sage ich mal.
weil Leute werden angerufen von, also Klienten werden angerufen von Leuten mit einem slawischen Akzent. Ja. Also mal davon abgesehen, dass die Qualität hier absolut unterirdisch ist. Naja, er ruft ja nun aus der genau gleichen Datenquelle an, also unseriöse Datenquelle. Ich habe mich einfach bei irgendwelche Werbung registriert, wie immer, dass man mit Bitcoin Millionär werden kann. Höhle der Löwen, keine Ahnung, was da so alles gibt. Und der ist der Meinung, alle anderen sind ja böse und die haben damit zu kämpfen. Ja, aber wieso kaufen die denn die Datensätze von solchen Firmen ein? Das erschließt sich mir nicht so richtig. Denn, naja, wenn er jetzt der Meinung ist, er ist seriös, aber warum hat er dann den gleichen Datenpool und ruft die Leute genauso einfach an und erzählt uns dann was davon, dass man bei ihm mehr investieren muss und dass das dann nur so richtig ist? Ich weiß mal auch nicht. Also irgendwie ist das einfach alles nur absolut unterirdisch. Und das Schlimme ist, es gibt leider viel zu viele Menschen, die das glauben und darauf reinfallen. Und damit müssen wir irgendwie klarkommen dann im Endeffekt, weil dann werden wir auch als unseriös eingestuft, egal wie gut ich Deutsch sprechen kann, egal wie überhaupt jemand Deutsch spricht, wenn er irgendwie 10 Anrufe am Tag bekommt und von denen sind 9 mit dem slawischen Akzent, die nicht mal ordentliches Deutsch verstehen und nicht mal wissen, über was sie erzählen, das dann müssen wir damit kämpfen, um sie zu überzeugen, um trotzdem halt daran zu glauben. Und das funktioniert halt in den meisten Fällen nicht. So, ja? Und genauso ist es so, bei uns kommen Leute, die sind seriös interessiert daran, mit uns Geld zu verdienen, ja, aber in dem Sinne, die setzen 250 Euro ein und wollen, wie gesagt, am nächsten Tag oder im besten Fall, im schlimmsten Fall übermorgen schon über 10.000 zu haben. Ne? Was erwartest du dann? So, natürlich setzt man dann einen 20-Hebel an und der geht in 99% von allen Fällen geht er kaputt halt, also funktioniert nicht, geht nicht durch, so logisch. Das ist halt das Ding. Und ja, aber letztendlich habt ihr ja die gleichen Datensammelwebseiten wie die anderen. Die sehen ja optisch genauso aus. Ich würde dir gerne unsere Homepage schicken, ja, unsere Plattform, ja. Aber das kann ich leider Gottes nicht tun, weil ich sehe, du bist bei Access Capital, ja, gelandet. Und Access Capital ist einer der größten Scam-Seiten. Das ist richtig. Access Capital ist einer der größten Scam-Seiten. Aber ich würde dir zu gerne unsere richtige Seite schicken, aber das kann ich leider nicht tun, weil du bist offensichtlich ein Fake. Also, weißt du, du bist offensichtlich kein seriöser Klient. Ach ja, genau. Und weil ich jetzt kein seriöser Klient bin, bekomme ich jetzt den Namen der Webseite nicht mitgeteilt. Ich glaube, es hat eher was damit zu tun, dass ich mich hier als Scambaiter geoutet habe und der weiß, was ich hier eigentlich mache. Das ist schon irgendwie wahnsinnig, was die sich da an Geschichten zurechtlegen, um irgendwie glaubwürdig und vertrauenswürdig zu wecken, oder zu wirken. Es ist aber nichts anderes als Betrug, was der hier macht. Denn er ruft ja genauso von diesen illegalen Webseiten an. Die Adresse, die er hier genannt hat, stimmt ja auch nicht, denn diese Firma sitzt dort nicht. Es ist schon wahnsinnig, dass das einfach so funktioniert. So, und deswegen kann ich mir das nicht leisten, mit Access Capital in Verbindung gebracht zu werden, ja? So, und genau das ist der Grund auch, warum ganz viele Leute einfach auf solche Scheiße reinfallen, weil gib ihm eine ordentliche Plattform, gib ihm, es sieht gut aus, es sieht alles richtig aus, aber im Endeffekt ist es trotzdem alles scheiße so. Ja. Und, gut aus. Ja, und deswegen möchte ich auch nicht mit solchen Seiten in Verbindung gebracht werden, zum Beispiel Bitcode oder Oilprofit oder irgend so ein Scheiß. Ja, aber da kommen ja letztendlich eure Datensätze her. Ja, aber von diesen Leuten, die zu uns kommen, bekommen wir wenigstens 20% oder 30% dazu, dass sie wirklich Geld verdienen können, ja, und nicht gnadenlos abgezockt werden. So, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Schau, ich könnte dir jetzt 5, 6 Agenten geben, ja, in meinem Office, sind alles deutschsprachige Leute, ja, und alle sprechen sie perfektes Deutsch. So, und aber alle anderen, so, ich frage ja sogar nach, so, ey, ich wurde heute schon mal angerufen, ich habe einen Termin vereinbart. Und dann sage ich so, ey, kann es sein, dass vielleicht der Agent, mit dem sie gesprochen haben, hatte da vielleicht einen slawischen Akzent? Und dann sagt er so, ja, so schon, ja. Und dann ja, aber das Gleiche haben die Betrüger auch schon drauf. Das machen die auch. Ja, und die gehen halt nach demselben Prinzip wie wir. Das ist ja das Ding. Die gehen nach demselben Prinzip wie wir und die machen genau das, was wir machen. Wir haben 4 Kontotypen, ja. 250, 500.000 und 5.000, ja. Aber die gehen nur bis 1.000.
Ja, weil die sind sich nicht sicher, dass die Leute darauf reinfallen, dass Leute bis 5.000 gehen. Aber bei uns ist das Ding, bei uns investieren sogar Leute über 5.000, über 10.000. So, ich hatte einen Klient vor rund 2,5 Monaten oder so, der hat 25.000 investiert. So. Und ich habe immer noch mit ihm Kontakt, weil er immer noch Geld mit uns verdient. Er hat sich davon schon 50.000 ausgezahlt. So, nicht 50, sorry, 15.000. Mhm. Ja, aber hat das Geld noch drin gelassen. So. Und das ist halt das, was, mit was wir kämpfen. So, du kommst bei mir ins System rein, ja. Du hast bei Access Capital angemeldet, ja. Und ich sehe das sogar bei mir im System, dass du bei Access Capital gelandet bist. Warum auch immer, ja, pass auf, bei uns, wir haben, das ist etwas regelwidrig, ja, wie wir arbeiten. Deswegen kamst du dreimal zu mir. Das ist etwas regelwidrig, weil wir dürfen eigentlich nicht sehen, von wo ihr kam und wo ihr euch angemeldet habt. Ach so. Genau, das dürfen wir eigentlich nicht sehen. Aber, ja. Ansonsten, ich bin halt auch ein etwas höher gestellterer Agent quasi, sag ich mal so, und weil ich habe halt schon ein bisschen Ahnung und dies, das, und ich kann halt nicht sehr viel erzählen, ohne mich, weil die Anrufe werden auch kontrolliert, weißt du, und wenn ich dir irgendeinen Satz sage, der überflüssig war, den du nicht hören solltest, könnte ich einfach morgen gefeuert werden. So. Also es ist ja schon eine interessante Story, die er mir da erzählt. Dass der jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise und in irgendeiner Form höher gestellt ist, das glaube ich definitiv nicht. Vor allem die Aussage mit dem dies, das. Er weiß ja schon mehr als alle anderen. Und dies, das. Ja, was denn dies, das? Dies, das Blödsinn. Also der erzählt hier, genauso wie alle anderen von den Betrügern, nichts anderes als irgendeine gequälte Scheiße. Denn das macht überhaupt gar keinen Sinn. Vor allem, dass er gekündigt wird wegen einer Falschaussage irgendwas, ist auch Blödsinn. Tja, so ist es halt. Die Betrüger, die erzählen einem irgendwas vom Pferd und die, naja, Opfer glauben es halt. Das ist das Dramatische an der Geschichte. Darauf habe ich halt, wie du wahrscheinlich verstehen kannst, kannst du das. Das ist nachvollziehbar, ja. Genau. Und ja. So. Es tut mir leid, dass so ihr Leute denkt, so dass alles, was das angeht, immer alles Scam ist und alles Verarsche ist. Es ist halt einfach zu 90% so und ich verstehe eure Auffassung der Lage. Ich verstehe es. Aber es gibt halt auch tatsächlich Leute, die mit uns angefangen haben, Geld zu verdienen, immer noch Geld verdienen und noch weiterhin Geld verdienen werden, weißt du? Ja, aber bleibt aber am Ende immer noch das gleiche Problem, dass ihr die Datensätze über die gleichen Plattformen bekommt. Das, ja, da macht da, man sich da quasi da selbst kann ich, schwer. Genau, genau. Und damit müssen wir halt kämpfen. Also schau, nicht ich kaufe ja die Daten ein, ja? Nee, aber die Firma. Ja, genau. Aber dafür kann ich ja zum Beispiel als Mensch nicht oder als Agent. So, und was soll ich dir sagen? Was soll ich dir erzählen, damit du verstehst, dass ich nicht schuld daran bin, sondern dass ich dir wirklich helfen will, Geld zu verdienen, so? Kann ich ja gar nicht, so, weil du landest lieber bei mir, lieber bei irgendeinem anderen, ja? Und wie sollst du als Mensch wissen, wer der Richtige ist, ja? Das ist richtig. Das verstehe ich ja auch. So, und wie kann ich dich im Endeffekt überreden, bei mir zu investieren, wenn du schon von 10 anderen angerufen wurdest? So, gar geht nicht ja mehr. Gar nicht. Genau. Geht ja gar nicht mehr. Ja, ja, geht ja gar nicht mehr. Und damit kämpfen wir halt. Damit kämpfen wir halt. Na, ist ja schön, dass sie damit kämpfen. Aber warum betrügt er dann selbst die Leute? Das verstehe ich ja in dem Gespräch irgendwie noch nicht so richtig. Ich meine, der versucht hier die ganze Zeit von seiner Seriosität zu überzeugen. Aber naja, wie gesagt, die Daten, die kommen ja genauso aus einem illegalen Pool. Also braucht er sich doch im Endeffekt nicht wundern. Seine Adresse stimmt nicht, alles, was er hier erzählt, ist Käse. Seine Ausdrucksweise passt definitiv nicht zu einer Bank. Und mal davon abgesehen, Leute, die bei der Bank arbeiten, haben auch mindestens eigentlich studiert, um da überhaupt am Telefon sitzen zu können. Ist tatsächlich so. Also um euch da beraten zu können, muss man da auch tatsächlich ein bisschen Fachwissen haben und sich vielleicht auch mit Mathematik und so auskennen. Aber das können die hier alle nicht. Und ausdrücken können die sich auch alle nicht vernünftig. Und der hört sich definitiv nicht danach an, als hätte der irgendein Bankstudium abgeschlossen. Das ist natürlich ungünstig, aber kann man da nicht irgendwas machen? Ich meine, wenn ihr in Deutschland sitzt, dann habt ihr ja Möglichkeiten. Haben wir. Und wir haben auch schon ganz viele, also bei uns arbeiten 8 Juristen an unserer Seite. Und dadurch, dass diese Unternehmen, die quasi mit uns konkurrieren, in anderen Ländern sitzen, und vor allem in Ländern, die
nicht davon bestraft werden können, was sie machen. So, also nicht von Deutschland aus nach Polen oder nach Russland oder nach Rumänien oder nach Armenien oder nach Schlag mich tot Armenien, keine Ahnung, irgendwo hin. So. Das ist halt sehr schwer. Das Einzige, was wir machen können, ist, dass in Deutschland keiner dazwischen kommt. Aber das würde auch niemand machen, weil jeder, der in Deutschland damit zu tun hat, würde nicht das machen, was die anderen machen, weil die ganz genau wissen und die Gesetzeslage verstehen. Das ist wohl wahr. Ja, aber man wird ja tatsächlich nur von ganz unterirdischen Menschen teilweise angerufen. Ja, ich hab ja, wie gesagt, bei Marco habe ich so manchmal Gespräche gehört, bei Icebox. Es muss doch erstmal irgendwie ein Kontakt bestehen, ja? Also, so, lass uns den Vorgang durchgehen, ja? Erstmal muss ein Kontakt bestehen sein, ja? So, zum Beispiel, er gibt eine Bewerbung auf, so, ja, ich bin deutsch sprechender Russe oder Pole oder Armenier oder Türke oder Inder oder was auch immer, ja? So, dann wird er zum Bewerbungsgespräch eingeladen und jemand muss sich ja absegnen, dass er anfängt dort zu arbeiten oder nicht. Wie schlecht muss dann sein Vorgesetzter sein, dass er genau ihn einstellt? Ja, das verstehe ich auch nicht. Das ist halt wirklich. Ja, was Schlimme ist, das funktioniert ja trotzdem. Die Leute zahlen ja da trotzdem. Das verstehe ich nicht. Schau, ich bin jetzt auch, ich bin in Deutschland geboren. Ja, ich habe 20 Jahre lang in Deutschland gelebt. Dann war ich 3 Jahre lang in Russland. Und jetzt bin ich wieder in Deutschland und arbeite jetzt in Berlin, ja? Und ich bin jetzt zuständig dafür, dass ich unsere Agenten auswähle, ja? Also die zu uns kommen. Und jeder, der auch nur ansatzweise mit einem Akzent kommt zu uns, den nehme ich halt nicht an. So. Ganz einfach. Ich kann dir jetzt meinen Nachbar geben, ja? Das ist eine Frau, ja? Und du kannst einfach nur als Beispiel, kannst du sehen, dass sie auch einfach akzentfrei Deutsch spricht, okay? Das ist ja bei euch auch schon nicht so laut, keine nervige Musik da aus dröhnenden Boxen. Hallo? Hallo. Hi, wie geht's? Ganz gut. Und selbst? Auch ganz gut. Was gibt's Neues bei dir? Im Moment eigentlich nichts. Ich putze gerade meine Küche nebenbei, währenddessen wieder 1000 Anrufe reinkommen. Ja, aber du hast dich ja selber hier die Daten eingegeben mit einem falschen Namen. Und spätestens hier haben wir jetzt eigentlich die definitive Bestätigung, dass das Ganze hier nur Quatsch und Betrug sein kann. Denn welche seriöse, normale Bank-Callcenter reicht einfach weiter an die nächste Mitarbeiterin, nur um zu überzeugen, dass da deutschsprachige Mitarbeiter ohne Akzent sitzen? Für mich ist das einfach nur Betrug in etwas professioneller als sonst. Es ist schon absolut verwerflich, dass das einfach so weiter funktioniert, niemanden interessiert und irgendwie immer schlimmer wird. Und dann unterhält er sich auch tatsächlich noch ganz normal mit uns, als wäre er ja eine seriöse Firma. Ist er natürlich nicht. Ich habe ihm natürlich im gesamten Gespräch kein einziges Wort geglaubt, aber es ist auf jeden Fall höchst interessant, dass man tatsächlich auch so 30 Minuten füllen kann mit so einem Blödsinn, dass man sich einfach mal mit so einem Callcenter unterhält. Und die erzählen uns ja genau das Gleiche, was wir hier jeden Tag mit den Anrufen erleben und auch hören. Den Betrug. Also die wissen ja, wie es geht. Tja, nur selber sind sie es ja angeblich nicht. Tja, dass das aber nicht stimmt, das wissen wir, glaube ich, alle. Ja, das mache ich, das ist richtig, damit ich halt die ganzen Trüger ans Telefon bekomme. Ach so, alles klar. Okay, ich gebe dich dann wieder kurz an Carlos, okay? Okay. Ciao. Ja? Da ist er wieder. Ja. Ja, ist schon ganz schön schlimm geworden. Vor allem, man kriegt ja am Tag teilweise, ich meine, wenn man das öfters macht, dann kriegst du ja locker 100 bis 1000 Anrufe, ne? Das ist ja gar kein Ding heute. Ja, das, wie gesagt, damit haben wir sehr krass zu kämpfen. Und Wir wissen zum Beispiel auch nicht, wie wir dagegen vorgehen können. Das sind halt die Affiliates, die da dran sind, ja? Ja, sowas also stimmt, das gibt's ja auch noch. Das ist uns auch völlig klar, ja? Und aber es ist halt, also was sollen wir dagegen machen? So, halt nicht. Tja, das ist eine gute Frage, was man dagegen machen soll. Ich meine, so als Hunde kannst du dich ja nur über YouTube wehren und wenigstens die Betrüger irgendwie ans Licht bringen, aber mehr geht ja nicht. Ja, das verstehe ich auch. Und deswegen feiere ich auch, was zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du auch YouTuber bist, so zum Beispiel,
Marco, also ich weiß nicht, ob der wirklich Marco heißt, tatsächlich ist auch egal, aber Eistex. Ich habe auch noch mit einem anderen gesprochen, der hat relativ neu angefangen. Der hat damals auch gesagt, ich soll Eistex von ihm grüßen. Er hieß irgendwie ein Name X, also ein I Name X. Mhm. Ich sollte ihn grüßen, ich sollte Eistex grüßen von ihm, weil er durch ihn darauf kam, sowas zu machen. Aber er ist halt noch in den Anfangsschuhen, fällt schon ein Akzent vor, wo man einfach hört, dass es halt er nicht ist und bla bla bla, alles und drum dran, ja. Und ach, das ist dann vielleicht der Telefonveräppler, der Herr Flughafen. Nee, der hat direkt seinen YouTube-Kanal genannt. Also I Name X. Ja, I Name X. So hat er es gesagt. Das sagt mir nichts. Ja, den kenne ich nicht. Er hat auch gemeint, er hat irgendwie nur ein paar Abonnenten, ich glaube so 80 oder 90 hat er gesagt. Ja, gut, das wächst ja auf YouTube relativ schnell. Ja, na klar. Es kommt auch an, immer wem an die Leitung kriegt. Zum Beispiel, ich habe letztens mit meinem Kollegen hier, der auch mit mir zusammenarbeitet, wir haben letztens bei Eistex reingehört und er hat mit zwei Mädels telefoniert und das ist halt schon unterhaltsam. Also wirklich, ich bin ehrlich, das ist schon unterhaltsam. Bloß das hat leider noch nicht diese Reichweite, die es verdient hat tatsächlich. Ja, ich meine, Callcenter Fan macht ja nicht mehr so viel und weiß ja, ich nicht. Ja, der Telefonveräppler, der macht ja nicht genau das, der macht allgemein alles so. Aber man müsste genau auf dieses, auf das den Augenmerk legen, ja, weil genau hier verlieren die Leute übelst, also Unmengen an Geld, ja. Das stimmt. Also genau in der, ich sag mal Branche, in der ihr euch befindet, so. Also nicht Branche, sondern in dem Feld. Und genau da verlieren die Leute am meisten Geld und das ist halt schon traurig einerseits, aber andererseits, schau mal, ja, du bist jetzt auf irgendeiner Homepage, ja, und rechts und links kommen Werbungen auf, zum Beispiel, lass deinen Penis innerhalb von 2 Stunden 20 Zentimeter wachsen. Du klickst drauf, wie dumm muss man sein, um das zu glauben, sag mal. Ja, da hatte ich heute auch erst einen Anruf, 49 Euro eine Schachtel mit 30 Pillen und... Genau, ja, genau. Kann man eine 100er Packung kaufen und naja, so ein Quatsch halt. Ja, ja, wie dumm kann man sein, um sowas zu glauben? Das sag mal, aber es immer. Gibt halt Leute, die so dumm sind. Ja, ich meine, da eigentlich findest du ja da gar keine Erklärung mehr für, warum eben, die Leute das eben, machen. Eben. Das ist ja das Schlimme. Aber letztendlich muss man ja die schlimmen Leute, also die Leute, die auf den schlimmen Kram da reinfallen, muss man ja auch irgendwie schützen. Ich meine, können ja nicht alle was dafür. Okay, beschützen, schau mal. Schau mal, beschützen ja. Mhm. Aber, schau, Dummheit ist das Schlimmste, was man, also, wie soll ich es erklären? Schau mal, man hat Internet, ja? Man hat uneingeschränkten Zugriff auf das Internet, ja? Ja. So, vor allem als erwachsener Mann oder Frau, je nachdem, ist egal. Man hat uneingeschränkten Zugriff auf das Internet. Und dann sieht man sowas und man hat vielleicht im besten Fall hat man eine gute Arbeit, so geht seine Arbeit nach, verdient seine 1,5, 2, 2,5. Ja? Und dann sieht man so eine Werbung. So, und wie dumm muss man sein, um darauf reinzufallen? So, ist es dann nicht eine Strafe genug, dass sie genau das Geld verlieren, damit sie für die Zukunft gewappnet sind dafür und nicht mehr darauf reinfallen? Ja, dann warten die auf den Anruf von dem angeblichen Typ, der helfen will, und der zockt die dann nochmal ab. Also das ist ja das Dramatische an der Geschichte. Da ruft der Nächste an mit der nächsten Story und sagt, hier, ich habe dein Geld gefunden, ich will dir helfen, kostet nur nochmal 250 Euro. Und dann zahlen die nochmal 250 Euro ein. So, okay, siehst du, so läuft bei uns halt gar nicht. Erstens, ja, aber ist ja noch krasser. Und wenn ganz scheiß läuft, dann hatte ich der erste Betrüger schon das zweite Mal abgezockt, wo du nochmal Geld nachgeschoben hast. Und dann ruft der angebliche Anwalt an, der dein Geld gefunden hat und dir helfen will. Und der kostet halt auch nur nochmal so 1.000 Euro oder so. Und schon ist die Kohle wieder weg. Ja. Also, ich frage mich da auch, wo allgemein die Menschlichkeit bleibt. Nicht nur bei den Betrügern, sondern wo die Menschlichkeit bei sich bleibt. So. Warum fällt man auf sowas rein, bitte? Also, ja, die Menschen sind allgemein alle ein bisschen komisch in letzter Zeit. Ich meine, seitdem Corona hier unterwegs ist, sind ja alle sowieso irgendwie... Aber das läuft ja erst nicht seit Corona. Weißt du, das läuft ja erst nicht seitdem Corona da ist. Nee, das stimmt. Das gibt's ja schon etliche Jahre. Ja, so. Das stimmt. Und auch. So, allgemein diese Werbung. Ich bin ja selber in dieser Branche unterwegs.
und helfe Leuten quasi bei uns einen Account eröffnen, wie ist das? So, aber bei uns gibt es nicht dieses. Bei uns zahlt man einmal 250 Euro. Das ja, wie ich vorhin gesagt habe, das ist ja das Schlimme. So, die bedienen sich mit diesen Originalen, ja, also die bedienen sich genau damit, was wir anbieten. Mit den genau denselben Preisangaben, mit allem, ja. Oh. Und zum Beispiel, ich habe gesehen, eine Werbung. Ich habe YouTube aufgemacht, habe Werbung bekommen. Ja, hier, ich habe so und so viel Geld. Ich habe über 13.426 Euro verdient über Nacht. Oh. Nur weil ich 250 Euro investiert habe. Das hört man oft. What the fuck? Warum? Warum glaubt man sowas? Ja, das ist das dramatisch. Ich meine, diese ganze Trading-Geschichte, das ist ja, also das gibt's auch schon lange, war aber früher noch nicht so schlimm. Da war ja eher so, eher so in irgendwelche komischen Online-Systeme sollte man da sein Geld versenken. Ja, aber Trading an sich ist ja nichts Schlechtes und ist ja eigentlich sehr gut sogar, ja. Also man kann ja wirklich, also ich sag dir wirklich, man kann wirklich Geld verdienen beim Traden, ja. Aber dieses, du kannst innerhalb von einer Nacht über 13.000 Euro verdienen, nur weil du 250 Euro eingesetzt hast. Was soll das, Alter? Ne? Also ganz ehrlich jetzt. Das ist klar. Also von nichts kann auch nichts kommen. Das ist logisch. Eben. Man muss mindestens über ein Jahr traden, damit man von 250 auf 13.000 kommt. Und aber man muss halt auch intelligent traden. Und man muss auch für eine Woche mal aussetzen oder so. Weil... Also, ich möchte jetzt nicht tiefer darauf eingehen, ja, darauf eingehen, aber es ist halt wirklich zu schlimm, was Leute glauben. Das ist wahr. Das ist wahr. Das ist heute alles viel zu einfach. Und durch die drei Klicks am Computer ist man ja das Geld auch in 5 Sekunden los. Ja. Wobei ist schon alles ein bisschen sicherer jetzt gestaltet, ja. Aber trotzdem erinnert es nichts an der Tatsache, dass man ganz einfach Geld einzahlen kann. Ja, das stimmt. Ja. Kann man denn bei euch auch mit Bitcoin einzahlen oder geht es nur zu normalem Geld, also Kreditkarte und so? Man kann bei uns mit allen Währungen einzahlen, also was heißt Währung, man kann mit allen Zahlungsmethoden einzahlen. Ja, das ist nämlich immer bei den ganzen unseriösen Plattformen das Problem. Kann man zwar auch mit allem einzahlen, aber gerade wenn du mit Bitcoin bezahlst, so ist die Kohle weg. Kannst du nicht mal irgendwo um Hilfe rufen, weil... Nee, bei uns ist es sogar so, dass wir eher ungern Bitcoin nehmen, weil das muss dann erst wieder transferiert werden, dies, das, und wir nehmen sogar eher ungern Bitcoin. Was wir bevorzugen, ist PayPal, wir haben gewisse, also auf unserer Plattform, die ich, wie gesagt, hier jetzt leider nicht nennen werde, haben wir Eintragsmethoden. Man kann da über Visa, Master, Maestro, Klarna, PayPal, man kann mit allem bezahlen. So, und, ja. Also was ich auch gehört habe, dass bei Klienten die Kartennummer gefragt wurde, also Kartendetails, Ablaufdatum, Sicherheitsnummer und so. Ja, genau, sowas, das sowas, ist ja Standard. Sowas würden wir niemals machen. Ja, das ist bei den Betrügern Standard, dass man das alles am Telefon selber durchbuchstabieren darf. Das würden wir niemals machen. Das ist uns nicht mal gestattet. Und bei Banküberweisungen wollen sie dann einen Beleg Banküberweisungen haben. Banküberweisungen geht bei uns auch nicht. Weil wir haben keine Bankverbindung. Wir haben lediglich Einzahlungen über Plattform oder über Crypto-Wallet. Ja, bei den Betrügern ist das ja meistens, dass die, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, Moment, gib mal nochmal das Stichwort. Ja, ich weiß, ich weiß schon, bei den Betrügern ist es meistens sogar so, dass nur Visa und Mastercard funktionieren, genau. Oder eine Bankverbindung. Ja, genau, und die Bankverbindung läuft dann meistens über den nächsten Trottel, der hat wahrscheinlich über irgendein Privatkonto. Die Bankverbindung ist in Kreta oder sowas. Ja, und wenn es eine Deutsche ist, dann ist es meistens wieder irgend so ein eBay-Kleinanzeigen-Dulli, der dann da seine Bankverbindung hergibt. Genau. Und genau aus dem Grund wollen sie nämlich dann jedes Mal auch einen Beleg haben von der Banküberweisung. Aber es ist komplett dämlich, weil wenn ich um Geld einzahle, dann seht ihr ja, ob Geld da ist oder nicht. Genau, nee, bei uns, halt bei uns... Wegen dem Mittelsmann. Bei uns ist bei PayPal nur so, ja. Nur bei PayPal. Bei allem anderen brauchen wir keinen Beleg. Nur bei PayPal brauchen wir einen Beleg, dass der PayPal-Inhaber das Geld überwiesen hat, ja? Weil wir bekommen den Namen,
Weil zum Beispiel, wir haben Klienten, die haben einen PayPal-Account für mehrere Personen, ja? Und da brauchen wir den Beleg, dass es genau diese Person war quasi, aber nur bei PayPal. Sonst, natürlich, sobald die Zahlung getätigt wird, wissen wir, dass die Zahlung getätigt wurde und wissen auch, von welchem Klienten. Ist ja logisch. Ja. Ist auf jeden Fall mal sehr informativ. Ja, ist halt tatsächlich so bei, wie soll ich sagen, so schon allgemein, wenn man auf sowas reinfällt, sag ich mal jetzt nochmal, ja, so, dann, ich will nicht sagen, dass man es verdient hat, ja. So zum Beispiel, ey, ich bin ein Mann, ja. Ich gehe auch ab und zu auf die ein oder andere Pornoseite, ja. Und da gibt's so viele Werbungen, so. Du drückst sie doch weg. Und egal, auf welche Ads du kommst, du machst doch da nichts. Ja, weil du weißt ganz genau, so, du willst jetzt einfach nur den Porno schauen, egal, ob du dir einen runterholst oder nicht. Aber wer Pornos haben will, der ist keinen runterholt, ja. und weißt du, warum sollte man auf Ads eingehen? Also die Ads sind ja genau dafür da, um zu scammen. So, das ist doch, ich war 14, ich wusste das. Ja, das wundert mich auch. Aber vielleicht ist man einfach nur selber in die Technik reingewachsen und alle die da nicht reingewachsen sind, also die ältere Generation, die kennen sich ja damit überhaupt nicht aus. Aber ist es dann nicht eher vom Vorteil, die einmal, ich sag mal, das so zurechtzustutzen? Damit sie dann wissen, so, ey, okay, ich werde nie wieder auf so eine Ad drauf reinfallen. Schwierig, ne? Also. Ist schwierig, aber Dummheit schützt vor Wissen nicht so. Also, wie soll ich sagen, so, nur weil du dumm bist, ja, nur weil du wirklich im Leben dumm bist, heißt doch nicht, dass du ungestraft davon bist, von allen anderen Wölfen, die unterwegs sind im Internet, so. Ja, das stimmt auch wieder. So, und das denke ich mir halt so. Bisschen Gehirn muss man schon selber einsetzen. Genau, wenn man es geschafft hat, den Computer hochzufahren und wenn man es geschafft hat, sein Handy zu bedienen, dann muss man auch irgendwie ein bisschen auch Wissen haben, wie man im Internet vor sich geht, was man im Internet macht. Ja, das ist wahr. Ja, ey, war mir eine Ehre, mit dir zu reden. Ja, hat mir echt sehr gefallen. Ja, ebenso. Vielen Dank. Das kommt zwar selten aus meinem Mund, währenddessen ich telefoniere, aber ja. Okay. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Abend, ja? Ja, ebenso. Tschüss. Okay, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Na, das war doch, denke ich mal, ein interessantes Gespräch der etwas anderen Art. Hatten wir hier so auf dem Kanal tatsächlich auch noch nicht. Wir haben uns aber schon mal mit dem Typen unterhalten. Ist in einem anderen Video von vorher zu hören. Aber schon ein Wahnsinn, dass man immer wieder solche Leute am Telefon hat, die sich für seriös befinden. Aber nochmal, der hat die Daten genau von der gleichen Datensammel-Webseite wie die anderen illegalen Betrüger. Seine Adresse stimmt nicht, erreicht das Telefon weiter, labert lauter komisches Zeug und ist von sich selbst überzeugt. Bei dem weiß ich jetzt tatsächlich nicht mal so richtig, vielleicht weiß er gar nicht, ob er selbst Betrug macht und hält sich für seriös und die Firma hat es nur gesagt oder so, ich weiß es nicht. Also es ist keine Ahnung. Ja, eins ist aber auf jeden Fall sicher, der war auch nicht ganz knusper in der Birne. Naja, aber zumindest mal was anderes. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht natürlich noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl. Könnt ihr auch mal draufklicken. Und wer mag, kann den Kanal natürlich gerne noch abonnieren. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal haben. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.